Hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Rätselrunde. Es ist mal wieder schön, euch hier begrüßen zu dürfen. Und ehrlich gesagt, ich wollte mit meiner Frisur heute mal wieder ein Zeichen setzen. Ich wollte gedenken meinem Lieblings-Cooper. Aber ich fürchte, meine Haare sind mittlerweile dafür zu lang. Naja, jedenfalls haben wir heute wieder mal das Preisrätsel mit drin, zusätzlich zu unseren anderen beiden Rätseln, die wir immer machen. Und ich bin natürlich wieder nicht alleine und deswegen sollte ich dann langsam mal anfangen, beziehungsweise erstmal ausrufen, dass wir anfangen, und zwar Etüde! So, jetzt kann es losgehen. Zwerg bei Tolkien, oh Gott. Stadt und See in Nordamerika. Oh Gott, ey. Bundesanstalt. Das Arbeitsamt. Nee. Befestigen. Anbringen. Nein. Salz der Essigsäure. Oh, das geht hier echt schlecht los. Anlegen eines Schiffes. Das ist doch wohl. Also das muss ich doch wissen. Tschechische Krone. KRN? Nee. KN. Hoch. Oh Mann. Mist, jetzt bin ich ein wenig, ich sehe es kommen, das erste, da bin ich definitiv nicht schneller. Anlegen eines Schiffes. Anrede, Fürwort. Ihr. Nee, sie. Altrömischer Gruß ist klar. Islamisch Glaube. Noch nicht. Wundertätige. Was? Wundertätige Schale. Ja. Ah, das ist gemeint. Von der Seite gespielter Ball. Abgefälscht. Nee. Ein diagonaler. Nee. Mimosengewächs. Das jammert immer rum. Hin und her überlegen. Nachdenken. Ich hab echt. Also machen wir erstmal das Tier im Berliner Wappen. Vor Filmvorschau. Trailer. Ja, Hammer. Aufstellung. Russische Weltallhündin. Das hatten wir. So. Okay. Vorname von Baldwin. Yep. Der leider. Ja, ist ja jetzt auch egal. Machen wir erstmal BSE weiter. Ich komme hier sonst. Göttervater ist das. Fluss zur Nordsee. Supi. Ernst. Weiß ich noch nicht, aber ich habe eine Idee gehabt. So, was haben wir noch? Erweiterung. Eine Erweiterung. Ah Gott. Weiß ich auch gerade noch nicht. Teil des Mittelmeeres. Die Adria. Ja. Hin und her überlegen. Grübeln. Alias. AKA. Astwerk, Geäst. Geäste mit T am Ende. So, wörtliche Wiedergabe ist natürlich das Zitat. Hin und her überlegen, zaudern. Ausgestorbener Flusslauf. Ich weiß es noch nicht. Break, nee, Braek, nee. Rhombus, ein Rhombus ist. Was war ein Rhombus nochmal? Bußbereitschaft ist. Ich komme gerade auf so vieles nicht. Machen wir erstmal das. Ja, der war richtig. Oh, das ist ja schön. Ich glaube, Ankern ist das, genau. Empfehlenswert. Ratsam, ja. Erweiterung ist ein Anbau, ein. Das ist keine Ahnung.
Notbehelf. Warte mal, machen wir erstmal. Das ist es nicht. Acetat, glaube ich, ist es dann. Ja. Ach, der Rhombus war die Raute. Genau, genau. Ausbau. Huch. Das ist der Ausbau. Bußbereitschaft. Ja. Aufstellung. Ho, 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 ho. Achso, erstmal Notbehelf ist der Ersatz. Ja, die, das ist die Reue. Aufstellung, die. Liste. Ah. Bei dem Zweck denke ich an Ghibli, aber nee, oder so ähnlich. aber der ist es nicht. Befestigen. Persönliches Fürwort. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, eure. Oh Gott. Englisch 10 kriegen wir erstmal noch hin. Das ist easy. Sanfter Mann. Ja. Also das ist erstmal das. Ah. Ja. Stadt und See in Nordamerika. Bundesanstalt, Kurzwort. Anstalt. Nein. Okay, was haben wir noch so? Mimosengewächs. Das ist dann wahrscheinlich die Akazie, ja. Ja. Von der Seite Flanke war das. Ach, natürlich. Islamisch Glaube. Uran. Iran. Keine Ahnung gerade. Schräge Auffahrt ist aber das. Iman, okay, ja. Oman wäre auch ein bisschen komisch gewesen. Ausgestorbener Flusslauf, was ist denn das? Ein Freak. Nee. Nee. Ich probiere einfach mal so. Nee, okay. Warte mal. Okay, also. Die sind alle nicht richtig. Okay, hoch. Was könnte das denn noch sein? Das hatten wir schon. Nee. Ach Gott. Das ist nicht das Wort. Oder der Buchstabe dafür. Das ist sowieso M und N, die passen da gar nicht hin so gut. Welche Buchstaben habe ich denn jetzt noch nicht? Hilfe. Ich gehe jetzt einfach mal durch, bis da irgendwann was schwarz bleibt. Das gibt's doch nicht. Aha. Oh. Anglizismus mal wieder. Ein Anglizismus. Ich mag sie nicht. Abkürzung tschechische Krone. Ah.
Natürlich, C für Tschechisch. Ja. Befestigen. Ich vermute mal, da kommt ein L hin. Muss aber nicht sein. Okay, ja, da haben wir's. Okay, ein sanfter Mann. Oder haben wir hier noch was? Bundesanstalt. Oh Gott, das ist echt nicht einfach. Sanfter Mann. Befestigen ist bügeln, natürlich. Nein. Ach. Boah, ist das fies. Das ist sowas von fies. Bestimmte Bundesanstalt ist das bestimmt. Ha. Ja, muss man nur wissen. Okay. Ein Saftle? Nee. A Saftle. Ach so, der Softie. Ja, natürlich. Fertig. Oh. Welches Wort denn? Oder welche Wörter? Okay. Ja, also der ausgestorbene Flusslauf, meinst du? Oh, das ist eine Serie, die du sehr magst, hat das im Namen. Und es ist ein Anglizismus, vielleicht hilft dir das. Hast du's? Gut. Ja. Ach, Erie ist ein. Aha, es ist in Nordamerika auch eine Stadt. Also den Eriesee oder Eriesee. Sehr schön. Gut, dann gehen wir doch mal über zum Lösungswort-Rätsel. So, wehmütiges Gedicht war doch das hier. Ha! Da bin ich ja schon mal gut dabei. Gebirgseinschnitt. Weiß ich noch nicht. Ach so, doch, klar weiß ich das. Englisch Verkauf ist natürlich dieses. Belegte Brotschnitte. Sehen wir mal. Apostelbrief. Oh nee. Aufwickelrolle. Rolle. Falschgeld. Ja, falscher 50er. Nein. Anschlag von Luther. Ist natürlich das. Gucken wir mal, was haben wir denn bei der 1? Bühnenshow. Oh, was war denn das nochmal? Boah, ey, ich hasse es, wenn es immer wieder. Immer wieder. Ich das eine eintrage und das andere ist. Pausieren. Ist nicht das? Okay. Ballettröckchen ist natürlich. Tutu, Hutut. Computerfreak, ja. Keine Ahnung, noch nie einen gesehen. Pausieren. Nee, mache ich noch nicht. Niedrigwasser ist Ebbe. Erlernte Tätigkeit. Mehrzahl ist das, ja. Ah, na, dann ist das hier. Schweizerischer Männername. Falschgeld. Ach, ist ja natürlich diese hier. So, und dann ist das Urs. Und dann, ja. Häufig ist auch oft. Aufwickelrolle. Nee, weiß ich noch nicht. Automodellversion.
Das ist dann wahrscheinlich. Nee, ist. Dann ist es der VAN. Nee, ist es auch nicht. Mensch, Mensch, Mensch. TDI? Auch nicht. Boah. Altrömische Militäreinheit ist die Legion. So. In die Höhe bringen. Liften. Nein. Sich blicken lassen. Erscheinen. Da sein. Kommen. Die da. Huch. Jene. Magie ist auch Zauberei, aber das klappt nicht. Folge. Ja. Das, was danach kommt. Fruchtform ist die Blüte. Nee. Gar nicht. Fruchtform ist Birne, ist keine. Nee, ist es auch nicht. Aber wir haben damit. Ja, das, dann ist es die Beere. Seitlich. Ja. Aasfresser ist erstmal der Geier. Okay. Was haben wir noch so? Die Eins, wo war die? Hier. Bühnenshow. Ah, dann ist das die Revue. Revue. Ich sage eindeutig. Okay, dann weiß ich auch, was die restlichen Buchstaben hier sind. Da ist ein K und da ist ein E. So, mit Säure behandeln. Ätzen. Huch, nicht atzen. In die Höhe bringen. Ja. Weiß ich noch nicht. Sich blicken lassen. Dann machen wir das noch nicht. Wassersportart. Das da. Aktuell ist neu. Hautbewuchs. Ja. Gebäude. Ein Haus. Ja, ja. Weiblicher Vorfahr, eine Ahne. Wobei, ganz ehrlich, ob man jetzt weiblich oder männlich nimmt. Ah, GTI wollten die haben. Okay, als nächstes. Aufwickelrolle habe ich immer noch nicht. Was haben wir denn hier noch so für Wörter, die jetzt. Eine Farce ist auch. Ja. Das ist eine gute Frage. Seitlich ist neben erstmal. Machen wir das. So, dann. Ach, natürlich, jetzt habe ich's. Jemanden etwas beehren. So. Dann in die Höhe bringen ist natürlich heben, ja. Hexerei, ja, natürlich. Die Folge. Ich weiß nicht, was die damit wollen. Ach Gott. Ach Gott, sieht mein Haar heute wieder aus. So, darum geht's aber gerade nicht. Farce. Oh Mann. Ach, jetzt habe ich auch endlich die belegte Brotschnitte. So. Okay, Aufwickelrolle. Eine Spule ist das natürlich. nennen wir das einfach mal Christel. Nein. Nein, nein. Eine Farce. Nee, passé. Eine. das ist natürlich eine Posse. Und nicht, dass ein anderer Buchstabe, den ich versehentlich neben dem O vielleicht hätte drücken können. Ich habe keine Ahnung. Epistel, okay. Aus Apostel wird Epistel. So, und jetzt fehlt mir eigentlich nur noch
die Folge. Das ist das und dann haben wir es. Fertig! Oh. Hallo Shaggy, wie geht's dir? Shaggy! Ach, ist das schön. Okay. Was mache ich denn jetzt mit meiner schönen Zeit? Mit dem Kopf wackeln. Das ist immer gut. Headbang. Okay, reicht auch. Fertig? Oh, das ist ja schön. Da können wir ja weitermachen. Okay, ab zum nächsten. So, was haben wir denn hier Schönes? Größere Summen. Haufen. Nee. Vorschiff. Vorhaben. Ein Plan. Na, dann machen wir erstmal Englisch für Säure. Hoch. Das haben wir. Persönliches Fürwort. Ja. Akademiker. Nee. Okay. Was könnten das noch sein? Edelgas? Was haben wir denn da so alles? Neon haben wir, aber das ist definitiv nicht. Das haben wir schon mal. Dreiergruppe ist natürlich das hier. Olympisch Niederlande. Das hier. Was ist die 4? Edelstein? Puh. Feingebäck. Brot. Nein. Okay, dann ist das hier der Opel. Das Auto. Okay, dann weiß ich auch, das erste ist das. Teil des Kaffeeservice. Na, das ist doch dann das da. Okay. So, das haben wir auch. Vorschiff. Ganz ehrlich, ich denke da gerade an Bug, aber das ist falsch wahrscheinlich. So, dann haben wir das. Aber ja, anscheinend ist es doch. Vorhaben. Ist natürlich die Absicht. Ja. Nee. Der Hinweis. Ich habe keine Ahnung, was die meinen. Hochbegabter Mensch. Kann ich eigentlich nicht mitreden, aber zufällig weiß ich das. Edelgas. Beton. Heuboden. Nee. Akademiker. Gelehrter wahrscheinlich. Ja. Na bitte, damit sind wir doch schon mal weiter. Das war nicht. Der Buchstabe war tatsächlich nur geraten gerade. Ah, dann weiß ich aber, was das hier ist. Ja. Ich kenne mich doch aus mit Edelgasen. Vor allem, wenn ich mexikanisch gegessen habe. Nein. Okay, Okay, Lorenöl natürlich. Was? Nein. Bodenöl. Nee. Ach. Das ist es. Fertig. Wie bitte? Das hast du schon? Ach ja, das hast du schon, das Lösungswort.
Das ist aber schön. Das ist wirklich schön. Ach ja. So. Wusstest du denn schon das Edelgas? Oh, ach so. Gab es da nicht auch Autoscheinwerfer mit dem Zeug? Was? Nee, anderes. Oder denke ich da gerade falsch? Okay. Oh, so. Hast du die Parfümzutat? Auch nicht. Ach Gott. Was denn? Wieso, was dachtest du denn da? Ja, nichts. Ach so, oh. Naja, passiert manchmal. Was ist was? Ja. Ich glaube, ich sollte mal langsam mich von meiner Nicht-Palme befreien. Ich kann ja mal sehen, ob ich in der Zeit irgendwelche von den Wörtern raussuchen kann. Tenne wusste ich nicht, was das sein soll. Also, ich meine, oh Gott. Xenon natürlich, ja. Ja, gibt Scheinwerfer, gibt Xenon-Scheinwerfer. Oh. Tenne-Riffer. Wenn man Meereslebewesen auf dem Heuboden... Wenn man die da hat. Okay, ansonsten. Apfelsine war okay. Ach, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass es ja auch noch das Wort Kruste gab. Ja. Rosenöl, ja. Rosenöl. Oder warte mal. Olivenöl. Kennst du Olivenöl? Ja, wie mit Blumentopferde. Das Feingebäck. Och, das ging. Torte? Ja, es ist Torte. Das war sogar das erste, was ich da eingetragen habe. Ich glaube, da hatte ich noch nicht mal so wirklich einen Buchstaben. Das wird aber nicht grün, ne? Wird es insgesamt grün. Also, nee, nur die Fragefelder. Werden grün. Kannst du ja nochmal eins irgendwo rausnehmen und dann neu eingeben? Fehlt dir ein Buchstabe? Irgendwo? Dann weiß ich auch nicht. Oh ja, ich würde dann auch mal die Zuschauer, glaube ich, mal in ihren wunderschön verdienten Restmontag entlassen oder was auch immer für ein Tag gerade ist. So. Aus die Musik. So, und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch viel Vergnügen mit eurem Tag und dem ersten Teil vom morgigen oder wie auch immer. Dem Zeitraum zwischen dieser Folge und der nächsten. Und wenn ihr das alles am Stück guckt, dann wünsche ich euch wunderschöne nächste paar Sekunden. Tschüss!